darf Sie aufs Herzlichste hier zu Ihrem Kongress begrüßen und freue mich, dass Sie so zahlreich den Weg nach Spandau in die alte, ehrwürdige und freie Havelstadt gefunden haben und dann hier angekommen sind. Ich freue mich, dass ich insbesondere den Abteilungsleiter des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und Veranstalter Herrn Thomas Drachenberg unter uns begrüßen darf. Seien Sie uns recht herzlich willkommen. Vielleicht einen kleinen Applaus. Ja, mach mal her. Zum Einstimmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf unter uns begrüßen Frau Irmgard Zündorf und Jürgen Daniel vom Zentrum für zeithistorische Forschung. Seien auch Sie uns recht herzlich willkommen. Es war die Dame, die schon so resolut gesagt hat, jetzt fangen wir an. Herzlich willkommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie auf der Geschichtsinsel Zitadelle. An diesem einzigartigen Ort ist Berliner und Brandenburger Geschichte vom 11. bis ins 20. Jahrhundert erlebbar. Sie finden sie mit dem Juliusturm und dem Palast Bauten aus dem Mittelalter. Es stehen noch Kommandantenhaus, Proviantmagazin, Bastionen, Kutinen aus der Renaissance, ein Kanonenturm aus der Barockzeit, Zeughaus, Kaserne und Exerzierhalle aus dem 19. Jahrhundert und schließlich Häuser aus der dunklen Zeit, der NS-Zeit. Als auf dem Festungsgelände die Heeresgasschutzlaboratorien untergebracht wurden und auch in diesem Raum, wo wir uns, in diesem Haus, wo wir uns befinden, fanden auch Forschungsarbeiten statt. Seit dem letzten Jahr hat die Geschichtsinsel ein neues Museum. Bei der Gelegenheit möchte ich die Inspiratorin, die Organisatorin und die Ideengeberin und die Umsetzerin dieser großen Ausstellung, die einige von Ihnen ja schon Gelegenheit hatten, eben zu besuchen, meine ehemalige Kunstamtsleiterin Spandau über viele, viele Jahre, Frau Andrea Theisen. Recht herzlich willkommen, liebe Andrea Theisen. Ein neues Ausstellungshaus und ein neues Thema enthüllt: Berlin und seine Denkmäler. Im ehemaligen Proviantmagazin ist nun die Entwicklung der Berliner Denkmallandschaft vom 18. Jahrhundert bis heute nachzuvollziehen. Einige von Ihnen haben ja gerade, so habe ich gesehen, bei den Führungen vorhin das schon tun können. 100 Originaldenkmäler stehen in den großen Sälen bereit, um von den Besucherinnen und Besuchern erkundet zu werden. In der alten Kaserne, also dem Gebäude, in dem wir uns hier befinden, sind großzügige Räume für Tagungen und wechselnde Ausstellungen entstanden. Die erste Präsentation greift das Denkmalthema vertiefend auf und zeichnet anhand von Fotos, Dokumenten, Entwürfen und Modellen die Entstehung und Wirkungsgeschichte von politischen Denkmälern nach. Lassen Sie mich ganz kurz abschweifen, wenn ich da hinten ihn sehe, den Herrn Lenin, dann darf ich ja als besonders geprägter hier auf der Festung, Sie wissen ja, dass wir vor einigen Monaten eine große Diskussion in Berlin hatten, ob wir den Kopf Lenins dann hier in unsere große Ausstellung mitbekommen, und kann Ihnen meine Geschichte erzählen. Ich bin Mitglied einer Partei ja auch als politischer Vertreter. Das hätte mich fast den Kopf gekostet, diese Idee und die Umsetzung. Aber er ist hier, und das ist auch gut so, dass es uns gelungen ist, auch diese Skulptur, dieses Denkmal, dieses Mahnmal dann auch hier zu präsentieren. Aber ich kann Ihnen sagen, das war schon eine rege Diskussion in der Stadt Spandau, ob wir ihn denn hier präsentieren sollen oder auch nicht. Ich freue mich sehr, dass unsere neue Ausstellung Sie inspiriert haben, Ihre Veranstaltung bei uns durchzuführen. Dafür haben wir unsere Räume gerne zur Verfügung gestellt. Ich wünsche Ihnen und uns eine interessante Tagung und wirklich viele wichtige Gespräche und aber auch viele, viele neue Erkenntnisse. In diesem Sinne seien Sie uns recht herzlich willkommen und schönen Dank, dass Sie da sind.